Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Sam Texwookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer Folge Lego Marvel Avengers. Das Ganze auf der One. Wir haben von 1000 Gamertag-Punkte, haben wir schon die 1000 und ja, wir spielen es jetzt gerade nochmal auf der 360. Doppelte Gamertag-Punkte. Und ich werde euch jetzt die nächsten Tage mit Videos zupflastern über Lego Marvel Avengers. Nein, natürlich nicht. Weil viele Let's Play, wenn man im YouTube unterwegs ist und schaut, vieles müsste man eigentlich kein Video drüber machen, finde ich. Erstens schaut sich nicht jeder an oder schaut nicht viel an. Das lohnt sich eigentlich nicht, weil das meiste ist normales Spielen und dann kriegst du eigentlich alles raus. Aber bei Lego ist es auch so, dass man viele Sachen suchen muss, finden muss, Charakter freischalten und sowas. Werdet ihr die nächsten Tage hier bei mir sehen. Und wir fangen gleich mal an mit einer Mission, das ist die Zwillinge am Zug. Damit hatten wir Probleme und wir haben im Netz, sprich YouTube und Internet, keine Lösung gefunden. Und wenn es einer gelöst hat, dann war es kein besprochenes Video, dass man hätte Lösungen haben können oder man hätte es verstanden. Das ist hier in der Mission etwas knifflig, weil alles eigentlich zeitbegrenzt ist. Und ja, es geht um die Kanistersuche. Da muss man in jedem Level muss man 10 Kanister suchen und oder Minikit, wie auch immer. Wir haben hier in dieser Mission schon 9 von 10 und den 10. den haben wir einfach nicht gefunden, weil du mit dem Roboter hier zugange bist und das gar nicht richtig steuern kannst, dass du suchen kannst. Immer wenn ihr die große Zielscheibe habt, wenn ihr die ganze Map von oben seht, ich werde es euch gleich zeigen, dann muss man mit dem Fadenkreuz auf der Karte hier, immer wenn die Kämpfe sind, muss man auf der Karte rumfahren und da gibt es Stellen 1 bis 6 und wenn man mit dem Steuerkreuz oder mit dem Zielkreuz hier, das hier, über die Stellen drüber fährt, dann erscheint zum Beispiel 2 von 3, 3 von 4 oder 5 von 6. Habt ihr das gesehen? Gerade eben waren es 4 von 6. Und da war's. Man muss mit dem Kreuz einfach die Karte absuchen und dann immer kommen Punkte 1 bis 6, 2 bis 6. Und wenn man alle 6 gefunden hat, einfach drüber fahren, dann kriegt ihr den 10. Kanister und nur so kriegt ihr den. Ja, damit hatten wir Probleme, bis wir das ein bisschen gefunden haben. Sprich, wir haben die Kreuze oder die 1 bis 6 nicht immer gesehen, aber deswegen ist der Wookie da, ich helfe hier. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Lego und ich hoffe, es hat euch gefallen oder geholfen. Ja, haut rein, viel Spaß noch, ciao, euer Wookie.